Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. Heute zeige ich dir mal, wie du den Button für die virtuellen Desktops entfernen kannst, wenn du diesen nicht in der Taskleiste haben möchtest. Da begeben wir uns doch mal in unsere Taskleiste und hier findest du rechts neben dem Suchfeld den Button für die virtuellen Desktops. Klicken diesen mal an und du siehst jetzt hier, dass dir zwei Vorschauen angezeigt werden. Einmal der aktuelle Desktop, also der aktuelle Hintergrund deines Bildschirms und die Schaltfläche für die Erstellung eines neuen Desktops. Wofür ist dies sinnvoll? Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn du nicht wirklich zwei Bildschirme hast und möchtest aber verschiedene Anwendungen auf zwei Bildschirme verteilen. Dann hast du hier die Möglichkeit, einen virtuellen Bildschirm zu erstellen und hast dann quasi den gleichen Effekt. Eine zweite Funktion dieses virtuellen Desktops ist die, dass wenn du auf diese Schaltfläche klickst, dann werden dir die gerade aktiven Anwendungen angezeigt. Den gleichen Effekt hast du, wenn du die Alt-Taste zusammen mit der Tab-Taste drückst oder die Windows-Taste mit der Tab-Taste zusammen drückst. Ja, das mache ich mal kurz, wenn ich jetzt hier dieses Bild wieder schließe. So, und ich drücke mal die Alt-Tab-Taste, dann werden mir auch meine aktiven Anwendungen angezeigt. Und wenn ich die Windows-Taste und die Tab-Taste drücke, dann habe ich quasi beides. Dann habe ich einmal alle meine geöffneten Programme und die Möglichkeit, einen neuen Desktop zu erstellen. Wenn du diese Funktion jedoch nicht benötigst und dir das Wechseln zwischen den aktiven Programmen mit der Alt-Tab-Taste genügt, dann kannst du dieses Icon hier auch aus der Taskleiste entfernen. Damit hast du dann Platz für eine andere Anwendung in der Taskleiste. Und wie entfernen wir dies nun? Klicke einmal mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, dann gehst du auf die Taskleisteneinstellungen. Hier findest du den Button aktive Anwendungen, der identisch ist mit dem Klick auf das Icon für die virtuellen Desktops. Und du musst jetzt hier einfach nur den Ein-Ausschalter auf Ausstellen und schon ist das Symbol verschwunden. Ja, und das war's auch schon wieder. Und möchtest du die virtuellen Desktops doch mal wieder nutzen, dann schaltest du sie hier halt einfach wieder ein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem heutigen Video. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wenn dir unser kleiner Tipp gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Klick auf den Abo-Button freuen. Gerne auch über einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com.